Hier ist der Kaiser von Hannover. Wir befinden uns heute vor dem neuen Rathaus in Hannover, wo gleich die Begrüßung von Oberbürgermeister Schostock zum Neujahrsempfang sein wird. Mal sehen, was uns da erwartet. So, Neujahrsempfang. Der Kaiser von Hannover ist für euch mit dabei. Und lange kann ich leider nicht bleiben heute. Ich habe noch was anderes zu tun, aber ich wollte wenigstens ganz kurz mal zeigen, wie schön das hier im neuen Rathaus von Hannover ist. Unglaubliches Blitzgewitter hier beim Neujahrsempfang im neuen Rathaus in Hannover. Stefan Schostock. Liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder des Rates der Landeshauptstadt Hannover, liebe Mitglieder der Regionsversammlung, liebe Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und Europaabgeordnete, liebe Mitglieder des diplomatischen Korps, liebe Gäste und liebe Freundinnen und Freunde Hannovers. Ganz herzlich willkommen im neuen Rathaus und vor allen Dingen ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass Sie alle wieder da sind. Herzlichen Dank noch einmal an Opus 112 für diese wirklich schwungvolle Darbietung zu Beginn dieses Jahres. Ganz herzlichen Dank. Ich sag mal so, schön, dass Sie nach dem Rathaus hingekommen sind. Auf Hannover sagt man das so. Für die, die das nicht wissen, es gibt viele, die noch Hannover sprechen. Ganz viele gibt es sogar in Linden. Und in Linden sprechen ganz besonders viele dort, auch in diesem Jahr so, weil Linden auch 900 Jahre alt wird. Da auch schon mal herzlichen Glückwunsch gleich zu Beginn des Jahres an alle Lindnerinnen und Lindner. Ich hoffe, Sie hatten alle ruhige, auch besinnliche Fest- und Feiertage. Und ich hoffe, Sie konnten dann ganz schwungvoll in das neue Jahr, in das Jahr 2015 hineinrutschen. Meine Damen und Herren, 2014, was war das für ein Jahr? Ich will gleich am Anfang eines festhalten. Wir hier in Hannover haben gezeigt, im Jahr 2014 ganz besonders, dass wir eine weltoffene Stadt sind, dass wir aufgeschlossen sind und dass wir neugierig sind zugleich, meine Damen und Herren. Den kommenden Montag mit einer Kundgebung angemeldet und sie hat angekündigt, dass sie hier auftreten will und dass sie Menschen für ihre Ziele mobilisieren will. Das, was ich bisher von diesen Verantwortlichen, man könnte sie auch Unverantwortliche nennen, gehört habe und gesehen habe, das ist nicht aufklärend. Es ist auch nicht wertschätzend. Es ist auch nicht respektvoll gegenüber anderen Menschen, sondern es schürt Ängste und Sorgen bei Menschen. Es benennt Sündenböcke, es grenzt aus und es hilft auch niemandem. Was für ein Bild geben diese Demonstrationen ab, wenn sie kommen? Was für ein Bild gibt man damit in Deutschland dann auch im Ausland ab, meine Damen und Herren? Ich möchte anderes über Hannover in den Zeitungen lesen, im Radio hören und im Fernsehen sehen. Wir machen das anders in Hannover, meine Damen und Herren. Ein Zitat aus dieser Broschüre, die heißt Arbeit im Rathaus. 15 Monate Arbeit im Rathaus, direkt in der Nachkriegszeit. Und dort steht drin, ich zitiere, im Herbst 1946 stand sie, die Stadtverwaltung, vor einer unlösbaren Aufgabe. 15.300 Flüchtlinge in der zerbombten Großstadt Hannover aufzunehmen. So stand das, steht das in der Broschüre. Das Wohnungsamt und das Flüchtlingsamt haben sich bemüht, die Flüchtlinge aus den Massenunterkünften in Wohnungen einzuweisen. So war das in den Monaten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, sie haben es damals geschafft, meine Damen und Herren. Warum sollten wir das heute nicht schaffen mit unseren Flüchtlingen? Wir sind eine vorbildliche Stadt. Es gibt hier die vorbildlichsten Institutionen und ich sehe so viele Vertreterinnen und Vertreter von Ihnen hier. Es gibt so viele vorbildliche Netzwerke der Hilfe und der Unterstützung. Es gibt so viele Flüchtlingshilfen. Wir haben lokale Integrationspläne in Hannover. Die Arbeit der Integrationsräte, das Haus der Religionen, das ist auch hier vielfach vertreten mit allen Religionen, die in diesem Hause zusammen beraten und Alltagsthemen aus ihren jeweiligen Sichten auch miteinander besprechen. Und wir haben die größte Vielfalt mit über 170 Nationalitäten hier in Hannover, mit allen möglichen interessanten, spannenden Kulturen der Welt. Wir haben die engagiertesten Kirchen, die engagiertesten Gewerkschaften und Vereine mit ihren Mitgliedern. Wir haben Unternehmen, wir haben mutige Medien und Parteien und die Verwaltung, die heute schon alle sehr international und interkulturell aufgestellt sind, meine Damen und Herren. Das ist das Bild von Hannover, was ich gerne sehen möchte, auch im Jahre 2015, meine lieben Hannoveranerinnen und Hannoveraner. Es gibt keine Themen, keine Sorgen und keine Ängste, die hier in Hannover nicht angesprochen werden könnten. Vor allem machen wir das in Hannover offen und wir machen das konstruktiv im Dialog. Wir können über diese Ängste und Sorgen reden, wir können das auch heute Abend hier an diesem Platz. Aber wir machen das alle miteinander und nicht gegen Einzelne. Und wir machen das nicht ausgrenzend und diffamierend und das unterscheidet uns davon in Hannover, von diesen Bewegungen. Diese Offenheit, diese Willkommenskultur, die wollen wir auch als die wichtigsten Werte unserer schönen Stadt bewahren und weiterentwickeln. Wir sind eine internationale Stadt und wir wollen das auch bleiben. Wir alle können gemeinsam dafür sorgen, dass Hannover lebenswert für alle Menschen ist, dass Hannover tolerant, weltoffen, respektvoll ist, dass wir genau wie unsere Stadt, dass wir eben für Vielfalt hier stehen. Vielleicht noch ein persönlicher Wunsch von mir. Ich freue mich, wenn wir uns am Montagabend bei der Gegenkundgebung, vielleicht vorher um 17.30 Uhr schon beim ökumenischen und sicherlich wieder sehr interkulturellen Gottesdienst in der Marktkirche sehen, aber vor allen Dingen dann spätestens 18.30 Uhr bei der Gegenkundgebung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann alle wiedersehen in der Nähe des Georgsplatzes. Stichwort. Übrigens auch die Themen Internationalisierung, die Themen Integration, die sind auch im Stadtdialog Mein Hannover 2030 jeden Tag eine gute Stadt gesetzt. Wir verbinden in diesem Stadtdialog sehr viele Themen miteinander und so werden Sie das heute hier auch erfahren. Sie können sich hier darüber informieren. Wir verbinden hier Ihre Themen, denn Sie sind die Expertinnen und Experten für Hannover. Ihre Themen finden Gehör hier in Hannover im Rahmen auch des Stadtdialogs. Ich darf Sie dazu auch ganz herzlich einladen. Am 19. Januar, an einem Montag, dann abends in der HDI Arena. Keine Angst, wir haben nicht 65.000 Plätze reserviert, auch nicht 49.000. Aber der Webbereich von Hannover 96 bietet etlichen 100 Gelegenheit, zur letzten Auftaktveranstaltung zu kommen. Dort haben wir etliche Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister anderer Städte eingeladen, einfach mit ihnen in einem interessanten Programm zu diskutieren. Und danach startet der Dialog. Sie können bis Juli dieses Jahres in vielfältigen Veranstaltungen mit der Verwaltung, mit der Politik und mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Organisationen Hannovers in den Dialog miteinander treten. Und vor allen Dingen, Sie können alle miteinander und untereinander in den Dialog vertreten. Ich glaube, und das möchte ich Ihnen auch zusichern, dass wir zu tollen Ergebnissen kommen werden bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes. Ihre Ergebnisse werden dort entsprechend berücksichtigt. Ein paar Infos für den heutigen Abend.
Einen kleinen Überblick über die Themen können Sie hier und über die Aktivitäten der Stadtverwaltung jetzt gleich auch an den Informationsständen im ersten Obergeschoss sich verschaffen. Dort finden Sie auch die Dezernentinnen und Dezernenten, die ich noch mal ganz herzlich begrüße, die sich auch zur Verfügung gestellt haben. Sie finden dort auch unsere Ratsfraktionen. Die stehen Ihnen auch für Diskussionen zur Verfügung. Und Sie finden dort den Seniorenbeirat und Sie finden die Integrationsbeiräte, die sich genauso wie ich auf den Austausch mit Ihnen freuen. Ein Gruß zum Schluss und vielleicht eine kleine Geschichte, die ein gutes Motto abgibt zum Schluss. Ein ganz enttäuschter König im alten Persien, der fragte mal seine um sich herum arbeitenden Leute, warum lieben die Leute das Neujahrsfest von dem armen Maler? Warum gehen die immer zu diesem Neujahrsfest? Warum gehen sie nicht zu dem hin, wo ich so reichlich aufgefahren habe, wo ich die besten Getränke, das beste Essen habe? Warum gehen die Menschen nicht dorthin, sondern immer zu dem anderen Menschen? Warum liebten sie es, bei dem Maler zu sein, obwohl er arm war, und dort feierten sie tagelang? Und der Maler sagte, wir sind Freunde und wir brauchen einander, aber mehr brauchen wir nicht, deshalb sind wir reich. Meine Damen und Herren, reich ist also die Stadt, in der man sich hilft. Das ist doch eine tolle Losung für Hannover. Ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Abend hier im neuen Rathaus. Viele gute Gespräche. Und damit Sie bei den Gesprächen auch nicht mit knurrenden Mägen irgendwie abgelenkt werden, haben unsere Köchinnen und Köche, Sie sehen sie an den Seiten, auch eine sehr leckere Suppe für Sie vorbereitet. Lassen Sie sie schmecken. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Viel Vergnügen heute Abend und ich wünsche Ihnen allen ein sehr erfolgreiches, glückliches und gesundes neues Jahr 2050. Vielen Dank. Neujahrsansprache vom Oberbürgermeister Stefan Stoßzock hier im neuen Rathaus in Hannover.